Ho, ho, ho! Und damit auch frohe Weihnachten, Freunde! Ja, die schönste Zeit des Jahres hat begonnen. Nur noch wenige Stunden und wir sitzen gemeinsam bei unseren Familien, genießen den Heiligabend und die gemeinsame Zeit. Und ja, Leute, ich dachte mir, aufgrund dieses wunderschönen Tages bringe auch ich euch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und viele von euch haben mich ja vermehrt gefragt, Askalter, sag mal, du damals auf YouTube dein allererstes Video. Wie wäre es, wenn du das einfach mal uncut hochlädst? Und ihr wisst ja, dass es wirklich mein allererstes Video war und ich mir dachte, oh mein Gott, das kann ich eigentlich gar nicht online lassen. Aber ich dachte mir so als kleines Weihnachtsgeschenk, weil sich das wieder von euch gewünscht haben, werde ich euch das einfach mal zeigen. Von daher, Leute, nicht erschrecken. Jetzt seht ihr die Uncut-Version meines ersten Videos hier auf YouTube. Oder auch eine Anleitung, wie man kein Let's Play starten sollte. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu meinem Let's Play. Minecraft. So, ich hatte gerade eben schon eins gemacht, aber da ich ja sehr dumm bin und vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken, ist dies gelöscht. Das heißt, ich mache jetzt noch eins und werde die ganzen Häuser nochmal bauen. Tut mir leid. So, das war meine Holzhütte und alles. Ich werde alles natürlich nochmal neu machen für euch, aber vorher werde ich nochmal etwas absichern. Okay. Och man, kein Lager bauen, das ist aber traurig. So, obwohl doch, wir haben genügend. So. Das ist aber ein Chest. Das braucht man immer. Diese Truhe machen wir doch mal hier. Tu doch mal alles rein. Na okay, ein paar Sachen lasse ich mal drin. Wenn es euch nicht stört. Den Rest, der wird hier einfach mal eben reingetan. Weil ich alles von vorne machen werde. Okay, die Holzsachen. Okay, die Stone Eggs, die erlässt die mir bestimmt. Okay. So, die erste Nacht ist halt überstanden. Hier in dieser Holzhütte. Wurde von mehreren Creepern hier angegriffen, wie man sieht. Sehr, sehr traurig. Naja. Deswegen habe ich hier auch einen Aussichtsturm gebaut, von dem ich die Creeper beobachten kann. Warte, jetzt komme ich hier nicht hoch. Okay, so. Und da ist er. Hier soll man die Creeper halt beobachten mit Pfeil und Bogen. Ah, schießen. Pfeil und Bogen. Den kriegt man allerdings halt ja dann auch nur, wenn man, naja, wie heißt das, wenn man die Zombies, nein, nachts spielt, genau, wenn die Zombies halt kommen, die Skelette, man kann ihn sich natürlich auch craften, aber am Anfang ist das halt schwer. So, und noch einmal ein bisschen Holz, und danach noch ein bisschen Stein, craften uns mal noch irgendwas Tolles. Steinaxt oder? Nein, haben wir ja schon. Steinpickaxe. Wie heißt das nochmal? Wooden Pickaxe. So, dann holen wir uns eine Stone Pickaxe. Ah, hier haben wir Stone. Das ist gut. So, und jetzt wieder ein bisschen nach oben. Mist. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen. Naja, das geht schon. Da haben wir sogar noch was übrig. Okay, dann gehen wir. Ach nein, jetzt müssen wir zur Crafting Box. Okay. So. Da, was craften wir uns denn erstmal? Genau. Die Steinpickaxe. Spitzhacke heißt das, genau. Mist, geht nicht. Ach ja, ich bin auch so dumm. Erst muss ich das so machen. So, jetzt haben wir das. Das kann man dann noch. Ach, ein Schwert braucht man noch. Ein Spat ist auch nicht schlecht. Ein Schwert ist aber hilfreicher. Ein Monster. Ups, soll ich gar nicht. So, gucken wir doch erstmal. Der Mode ist auf easy. Gut. Erstmal wollte ich nicht hart machen, weil. Ist ja auch blöd, wenn ich die ganze Zeit sterben würde. Hart ist dann eher, wenn man, naja, gut ausgerüstet ist, Diamant-Sachen. Also für den Anfang ist das gar nichts. Es sei denn, man
so richtig geschickt und überlistet die ganzen Zombies, aber naja. So. Ah, so noch ein bisschen weiter, um die Sonne sehen kann. Ja, und es ist geschafft. So. Okay. Hier sind die Bäume auch sehr groß. Oh, was denn da passiert? Habe ich da etwas schon gehackt oder ist das ein Spielfehler? Oder war eine Kuh? So, hacken wir hier wieder ein bisschen. Das soll ja nicht so komisch aussehen. Hier haben wir überall noch Zucker rum. Hier ist auch so schön herbstlich. Naja. So, ah, was haben wir hier? Kleines Schwein. Naja. Euch ja nochmal zur Info. Ich benutze hier das Texture Pack Mesa. Also nicht wundern, weil es bei euch ein bisschen anders aussieht. So mit der Grafik und so. Was haben wir? Oh, eine schöne Höhle. Und Kohle, ganz, ganz wichtig, damit wir endlich Fackeln bauen können. Was im letzten Let's Play schon so ersehen war. Und Erze, ich glaube, wir haben die Goldgrube gefunden. Erz kann man auch immer so schön bauen. Nee, wir brauchen erstmal einen Ofen. Mit diesem Ofen können wir das schmelzen. Doch, es entsteht Eisen. Aus diesem Eisen können wir uns eine Eisenpickaxe oder Eisen. Axt oder alles Mögliche herstellen. Oder aus den Eisen können wir uns auch Rüstung machen. Was aber erstmal ich nicht machen wollte. Oh, unser Toast. Und Lebensenergie ist auch schon ein bisschen alle. Aber ich zeige schon Lebensenergie. Hunger zeige. Och, die kleine Kuh hier, die tut ein bisschen Angst. Tut mir leid, Kuh. Müssen wir wohl sein. Ah, wir haben ein bisschen Fleisch. So, Dreck kommt weg. Fleisch her. So, Fleisch wird gegessen. Bis das Toast mal ein bisschen voll. Ja, das reicht. Okay. Jetzt aber die große Frage, da ich mich wieder verirrt. Wo ist mein Haus? Ach, noch ein kleines Schwein. Tut mir leid, Schwein. Schwein, Schwein, Schwein. Aber ich brauche das Fleisch. Und nein, es geht nicht. So. Aber bald haben wir das geschafft. Gehen wir erstmal nach Hause. Unser tolles Haus. Wo auch immer das jetzt ist. Ich habe gerade selbst keine Ahnung. Müssen wir halt mal gucken. So. Ah, eine Kuh hat sich hier wohl auch verlaufen. Erlösen wir sie mal kurz. Oh, sogar Leder haben wir gedroppt. Können wir uns auch gleich eine Rüstung machen. So. Wo ist denn unsere kleine Insel? Boah, auch diese großen Bäume hier. Ah, hier ist wie die Herbstinsel. Das heißt, hier sind wir falsch. Okay, das überfordert mich jetzt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr. Ach, da hinten. Ach, gut, dass ich den Wachturm gebaut habe. Jetzt kann man alles erkennen. So. Laufen wir noch ein kleines Stück. Bald wird es wahrscheinlich auch wieder Nacht. So mit der Schaufel geht das alles schneller. Eigentlich braucht man die nicht so dringend, aber wenn man es haben will, dass alles schneller geht hier, ist das schon so von Vorteil. Okay. Ja, hier sieht es immer noch ein bisschen blöd aus. Kleinen Creeper-Unfall. Ich glaube, ich werde mich hier ein bisschen runtergraben. Dann nachher Rest heil machen. Von oben dann halt alles. So. Oben und von oben dann alles mit Dreck abarbeiten. Oder ja, genau, mit Dreck. Dreck haben wir so viel. Okay, 4, das ist sehr wenig, tut mir leid. Aber einen Teil können wir schon abschichten. Ja. Machen wir das ein tiefer dann. Na, hier können wir das machen. Hier dann halt ein bisschen Cobblestone. Auch wenn es eigentlich eine Verschwendung ist, aber. Naja, die findet man ja auch leicht. So. Ups. Mist. Naja, macht ja nichts. So. Perfekt, so. So kann man das erstmal lassen. Denke ich, fürs Erste ist das gut. Dann legen wir es auch mal schlafen. Es ist schon nachts und die Zombies werden gleich mal kommen. Oh, ist jetzt wieder so dunkel. Wo ist denn das Bett? Oh,
Only sleep at night. Ah ja, jetzt schlafe ich. Und jetzt bin ich wieder aufgewacht. Ups, das war, glaube ich, der falsche Stein. Ja, in der Tat. So. Mist. Da geht er schnell wieder. Ich muss mir auch bald mal eine Tür craften. Ist ja nicht so, dass ich vergessen habe, wie das geht. Nein, nein. Ich weiß. Ah, mir fällt es nur gerade nicht ein. So, erstmal Wooden Planks, ganz wichtig. So. Ich denke mal, vielleicht war das. So. Oder so. Na. Wie war denn eine Tür nochmal? Ah, eine Falltür, nein. Ist auch eine gute Idee, aber. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Vielleicht war es ja auch so. Das war. Weiß ich auch nicht. Das überfordert mich jetzt natürlich nochmal. Na, craften wir uns erstmal einen Ofen. So, Cobblestone haben wir genug, denke ich mal. Ja. Und Ofen, ja, das weiß ich noch. Oh, jetzt haben wir wieder einen Punkt bekommen. Was du toll gemacht hast. So. Ah, hier wird es langsam eng. Ich glaube, es ist Zeit, es zu vergrößern, unsere kleine Dreckshütte hier. So. Ja, der Name, der heißt halt so. Naja, weil. Okay, besteht ja auch nur aus Dreck. So, ein bisschen vergrößert wäre das hier. Ach, Holz haben wir auch so viel, das können wir doch eigentlich benutzen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit so groß ist. Na, so groß auch nicht, aber ist hier irgendein böser Mensch. Oder irgendjemand auf dem Server. Das abfackelt. Ist ja nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. So. Und dann haben wir das. Ah, hier könnte ich eigentlich noch eine Trapdoor einbauen. Ah ja. Erstmal die Erweiterung. So. So wird das ein. Klein bescheidenes Haus, etwas größeres. Und den Ofen mal schnell hier hin. Das Bett wieder hier. Diesen Ofen brauchen wir. Ach, coole Verschwendung, aber. Naja, hätten wir Fackel machen können. Ja, bewahren wir auch erstmal Fackel auf. Warten wir halt, bis wir mehr Kohle haben. Mist. Ach, ich deppe. So. Die Kohle, die halten wir jetzt erstmal wieder hier. Bin mir nicht sicher, ob das reicht, aber versuchen wir mal die Erze zu schmelzen. Werden wir dann später sehen, erst noch an. Erstmal bringen wir hier eine Fackel an. So. Und wie craftet man jetzt nochmal eine Tür? Das frage ich mich jetzt sehr, sehr doll. Naja, werde ich ja nachher noch sehen. Spätestens beim nächsten Let's Play wird da eine Tür sein. Und alles schön repariert, ja. Sieht doch ganz gut aus. Sehr auffällig. Aber das macht ja nichts. Der muss auch noch weg. So. Sehr bescheiden. Ach, hier kommt er. Wir haben viel einen Klotz gefunden. So. Ah, wir haben noch 6 Fleisch, aber das reicht. Oh, ja. Haben wir ein bisschen, naja, gefällt, können wir auch ein bisschen wieder anpflanzen. Oh ja, den habe ich letztes Mal angepflanzt, wächst auch schon gut. So, der hier, naja, tun wir hier hin, auch wenn er hier nicht wachsen wird. So, ach, wir haben noch 3 Fackeln über. Na, die tun wir dann hier ins Haus. Findet man alles gut wieder. Vielleicht einen noch hier. So, mal gucken. Und ja, wir haben 6 Eisen. Okay, aber was kann ich jetzt machen? Genau. Schützer oder eher die Spitzhacke. Ja, Spitzhacke ist mein Lieblingswerkzeug. Weil man damit halt Höhlen bauen kann. Höhlen sind auch sehr wichtig. So. Axt, naja. Ist nicht so notwendig. Bauen wir Schwert. Schaufel, nein. Verschwendung. Schwert. Och, Mann. Geht das denn alles nicht?
Ach ja. Es sind ja zwei Silbermarren. So, falls uns jemand angreift, sind wir für alle Fälle gewappnet. So. Auf geht's. Suchen wir uns auch mal einen Platz, wo wir uns einen Tunnel graben könnten. Ja, hier ist gut. Obwohl, naja, nee. Creeper-Unfall. Einmal Creeper, immer Creeper. Wer weiß, wer da als nächstes explodieren wird. Suchen wir uns doch wieder diesen Geheimgang von dieser Kuh, die sich verirrt hat. Ah, noch eine Kuh. Ein bisschen Fleisch unterwegs nochmal holen. Und ein bisschen Leder. Für die Rüstung nachher. Genau. In Höhlen sind ja auch öfters Creeper. Holen wir uns doch erstmal ein bisschen Rüstung.